Wenn Sie auch wie einer unserer Abonnenten auf der Suche sind nach einem Gewerbegrundstück, dann ist das Video heute, wie Sie ein passendes Gewerbegrundstück finden, das Richtige der Wahl. Denn diese Anfrage richtet sich darauf, wie man in einem bestimmten Ort, einem bestimmten Standort tatsächlich ein gutes, vielleicht das Beste oder überhaupt ein Gewerbegrundstück findet. Mein Name ist Daniel Schäfer und mit über 30 Beratern begleitet die X-Group bundesweit Unternehmer und Gründer dabei, den richtigen Standort zu finden, zu öffnen, egal ob es Offline- oder Online-Geschäfte sind. Und gerade im Offline-Bereich ist es zwingend erforderlich, für eine Gastronomie, für ein Einzelhandelsgeschäft oder auch für eine Produktionsstätte den richtigen Standort zu finden. Und dafür braucht es dann auch ein entsprechendes Grundstück oder ein entsprechendes Ladengeschäft. Und bevor ich nun mit den Tipps und Ratschlägen und Vorgehensweisen starte, möchte ich an die Hausaufgaben erinnern, die zuvor gemacht sein sollten. Das Erste, was zwingend erforderlich ist, eine genaue Marktanalyse auch zu machen, damit du weißt, wer sich auf dem Markt befindet, wer deine Zielgruppe ist und wie die Rahmenbedingungen sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Wettbewerbsanalyse. Also welche Wettbewerber sind noch am Markt unterwegs? Wie sind sie unterwegs und wo sind sie unterwegs? Und die dritte Hausaufgabe ist, dass du alles vorbereitet hast, wenn die Standortalternativen reinkommen, die auch zu bewerten. Das heißt also, du brauchst auch Analyseinstrumente für den Standort. Die erste wichtige Maßnahme, die ich dir empfehle und auch ein häufiger Fehler, der gemacht wird, ist, Inserate nicht nur passiv zu konsumieren, also zu lesen, sondern auch selbst zu gestalten. Das bedeutet also, schalte auch selbst Anzeigen, dass du auf der Suche bist nach einem Standort, nach einem Grundstück und dass du auch bereit bist, Übernahmepreise, Ablösesummen zu bezahlen, sodass vielleicht der eine oder andere Unternehmer, der überlegt aufzugeben, sich dann proaktiv bei dir meldet. Oder der eine oder andere Vermieter, der einen Mieter hat, der schon lange nicht bezahlt hat, mit dir Kontakt aufnimmt, um beispielsweise seinen eigenen Mieter dabei zu helfen, aus dem Mietvertrag herauszukommen. Beim zweiten Tipp geht es darum, dass du sicherlich auch Makler beauftragen kannst. Nur solltest du dann in deinem Finanzplan die entsprechende Provision auch eingeplant haben. Und auch eine gute Möglichkeit ist, entsprechende Portale zu nutzen. Es gibt immer mehr Portale, wo Unternehmen tatsächlich auch zum Verkauf angeboten werden, wo Grundstücke, wo Räumlichkeiten zum Verkauf oder auch zur Miete angeboten werden. Oder auch, wo Unternehmen, deren Mietvertrag endet, einen Ablöser, einen Nachfolger suchen. Das ist deine Aufgabe, regional zu finden, welche Portale haben sich in deiner Stadt, in deinem Einzugsgebiet schon online präsent gemacht. Beim dritten Punkt geht es darum, Hubs im Umfeld zu suchen. Was ist nur ein Hub? In der Regel ist das in der IT ein Knotenpunkt, wo verschiedene Leitungen zusammenkommen. Aber in der Gesellschaft, im Beziehungsnetzwerk sind das Menschen, die stärker verknotet, stärker vernetzt sind, sagt man auch, als andere Menschen. Es gibt also Menschen, die haben nur 100 Kontakte und Hubs haben tausende Kontakte, vielleicht zehntausende, vielleicht sogar noch mehr Kontakte, noch mehr Reichweite. Und das ist deine Aufgabe, diese Hubs aktiv auch zu akquirieren. In der Regel findest du die dort, wo sowieso Menschen in der Regel häufig zusammenkommen. Das muss aber nicht immer geschäftlich sein. Das kann auch der Hobby-Golfclub-Spieler sein. Das kann auch der Yachtclub-Inhaber oder das Yachtclub-Mitglied sein. Das kann ein Flugplatz sein, eine Fliegergemeinschaft. Also suche aktiv Orte auf, wo Menschen sind, die stark vernetzt sind. Noch wichtiger ist aber, dass du nicht nur Hubs suchst, sondern selbst einer wirst. Das bedeutet, dass du dein Beziehungsnetzwerk nicht mehr dem Zufall überlässt, sondern dass du aktiv auf Menschen zugehst, einen ersten Kontakt herstellst, aber auch in Verbindung bleibst und an den Beziehungen arbeitest. Denn viele Informationen bekommst du erst, wenn du dich als vertrauensvolle, zuverlässige, ehrliche Person auch präsentiert hast, die nicht nur ihren eigenen Vorteil sucht, sondern auch anderen Menschen dienen will. Und das kostet natürlich Zeit. Das kostet natürlich Engagement und es liegt an dir, ein solcher Hub zu werden. Beim vierten Aspekt geht es darum, dass du ganz gezielt Schlüsselpersonen auch suchst und in dein Netzwerk aufnimmst. Schlüsselpersonen sind Menschen, die einen speziellen Zugang zu Informationen oder zu anderen Personen haben. Beispielsweise ist ein guter Freund von mir viele Jahre in der Belieferung von Gastronomiebetrieben unterwegs gewesen. Und durch die persönlichen Kontakte mit den Ladengeschäftsbetreibern hat er schon Informationen bekommen, ob die weitermachen oder einen Nachfolger suchen. Und wenn du solche Schlüsselpersonen kennst, kriegst du top aus erster Hand Informationen über Immobilien, über Grundstücke, die bald in der Zukunft zur Verfügung stehen werden, obwohl die noch nicht am freien Markt veröffentlicht wurden. Weitere Schlüsselpersonen können aber auch Steuerberater sein oder Vermieter oder Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die staatliche Immobilien verwalten.
All diese Personen haben Zugang zu den Mietern, zu den noch Mietern, die übergeben wollen oder auch zu den Objekten, die frei sind, aber vielleicht noch nicht im Internet oder auf dem freien Markt publiziert worden sind. Und der fünfte Punkt hört sich vielleicht ein wenig lustig an, aber tatsächlich habe ich hier meine Räumlichkeiten in Berlin durch Spazierengehen gefunden. Das bedeutet also, sei unterwegs dort, wo gute Standorte sind, schau in die Schaufenster rein, sprich mit den Menschen, sprich mit den Unternehmern und mit den Leuten, die dort wohnen und hör dich um. Und wenn du wirklich in meinem Gebiet wohnst oder lebst oder gründen willst, wo nichts mehr frei ist, dann sorge dafür, dass Neues frei wird. Also suche nach Gebieten oder nach Bestandsimmobilien, die entweder erschlossen werden müssen oder wo Nutzungsänderungsanträge gestellt werden müssen, damit du dann ein neues Gewerbegrundstück erschließt, erschaffst und auch für dich beanspruchen kannst. Und der letzte Punkt ist auch ein Tipp aus der Praxis für die Praxis, nämlich ein Team aufzubauen. Also tu dich mit anderen zusammen. Wenn ihr nämlich eine Immobilie finden solltet, die viel zu groß für dich alleine ist, dann kann es sinnvoll sein, wenn ihr zu zweit, zu dritt, zu viert seid und mit Geschäften, die sich keine direkte Konkurrenz machen, sondern eher ergänzen, gemeinsam in diese neue Immobilie einmietet. Ich bin mir sicher, es gibt noch eine ganze Reihe mehr von Lösungswegen und Methoden. Und das, was du vielleicht mitnehmen kannst aus dem Video, ist der Grundsatz, dass Lösungen überall lauern. Die entscheidende Aufgabe ist aber, kreativ zu sein und dich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und letztendlich Lösungen dort zu schaffen, wo sie bis heute noch nicht mehr ersichtlich sind. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos. Denn unsere Berater helfen bundesweit, also auch dir, egal wo du wohnst oder wo du gründen willst, dabei, dein Konzept zu erstellen. Denn meistens bleibt es nicht nur bei einem Konzept für die Bank oder für Fördermittelgeber, sondern auch der Vermieter will von dir ein schlüssiges Konzept haben. Also buche jetzt nicht nur das kostenfreie Erstgespräch, sondern like auch das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere vor allen Dingen unseren Kanal. Dann bleibst du auch in Zukunft top informiert. Und ich wünsche nun viel Erfolg bei deiner Standortsuche. Dein Daniel Schäfer.